Okay, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich lade euch ein, alle gemeinsam aufzustehen und Gott zu anbeten. Schön, dass ihr alle da seid. Und Gott ist auch schon da und wir dürfen ihn jetzt feiern. Und das wollen wir gemeinsam tun. Siegst in allen Kämpfen, nichts kann der Macht.
Aber ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen. Ich danke dir, dass du gut bist zu uns und dass wir alles ablegen dürfen, was wir irgendwie diese Woche mit uns getragen haben. Danke, dass wir ganz auf dich schauen dürfen jetzt und du lädst uns ein in deine liebenden Arme. Wir wollen echt, ja, in deinen Armen fühlen wir uns wohl und ich danke dir, dass du so viel für uns getan hast und dass wir uns daran erinnern dürfen, wie gut du zu uns bist. Und wir wollen unsere Seele daran erinnern, dass du heilig bist, dass du gut bist. Singen vor allem.
Vater im Himmel, heilig ist dein Name, dir gehört die Ehre, dein Name bleibt ewig. Und Vater im Himmel, ich muss dir nicht sagen, was ich täglich brauche, du wirst mich versorgen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, komm und erfüll meine Welt, ich will mehr von dir sehen, ich will mehr von dir sehen. Dein Wille geschehe, komm und erfüll mein Leben.
sehen. Entgeistert und erneuert und belebt. Und Feuer unsere Herzen neu bewegt. Und nichts bleibt so, wie es ist, wenn der Himmel die Erde küsst. Dein Geist hat uns erneuert und belebt und Feuer unsere Herzen neu bewegt. Und nichts bleibt so, wie es ist, wenn der Himmel die Erde küsst. Im nächsten Lied geht es darum, dass und das heißt, ich laufe zum Vater. Und da heißt im ersten Vers, die Last meines Lebens trug ich selbst viel zu lang. Und ich glaube, dass Gott uns heute einlädt, echt vor seinen Thron zu kommen, es wirklich abzugeben. Sei es irgendwie Stress auf der Arbeit, sei es irgendwas, was gerade passiert ist, vielleicht in Familie. Irgendwas, was bevorsteht, wo du dich fürchtest oder bevor du Angst hast. Oder vielleicht auch das Weltgeschehen, wo du merkst, hey, irgendwie du weißt gar nicht mehr, wohin, weißt gar nicht, wie das noch weitergehen soll. Und ja, und der Vater lädt uns ein, vor seinen Thron zu kommen, in seine liebenden Arme zu kommen, so wie der Verlorene so nicht gerannt ist. In seine Arme. Und Papa, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du uns da echt einlädst zu dir.
Last meines Lebens, tu ich selbst viel zu lang. Bin nicht so geschaffen, dass ich's allein kann. Ich hör, wie du mich einlässt, vertrau dich mir an, jetzt kann ich es sehen. Leg alles hin und weiß, Herr, dass ich dich brauch. Ich laufe zum Vater, wenn er Gnade schenkt, mich nicht verstecke vor dem, der mich kennt. Mein Herz braucht die Zeit, ich brauch einen Freund, darum lauf ich zum Vater. Ich lauf und ich lauf und ich lauf. Bist du im Blick, lange bevor es schon in deinem Arm fängt, ich leben im Überfluss. Ich fühl diese Kraft ganz tief in mir, Gnade ruft mich heraus, und so wie ich bin.
zum Vater, der mir Gnade schenkt, wird mich nicht verschenken, dem, der mich hält. Mein Herz fand die Zeitung, es fand deine Freude, darum lauf ich zum Vater, ich lauf und ich lauf und ich lauf. Liebe, greife ich die
will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Und ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Halleluja, du bist vollkommen gut, Herr. Lass uns Jesus einmal nochmal die Ehre geben. Ihm gebührt alle Ehre. Amen. Ihm gebührt alle Ehre. Alle Ehre. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde, überall. Er ist der Herr über alles. Er ist der König aller Könige. Jesus, wir verehren dich und wir heißen dich so willkommen hier. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich erbarmt hast über uns, Jesus. Dass du dein Herz und deine Arme und deine Hände geöffnet hast. Und dass du hier bist heute Morgen, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diesen Raum erfüllst. Ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst. Dass du der Weg bist, Herr. Dass du der Weg für unser Leben bist, Herr. Da, wo wir keinen Weg mehr sehen, Herr, ich danke dir, dass du selbst der Weg bist und du selbst hast gesagt, du willst in unser Leben kommen und uns den Weg bereiten für unser Leben. Ich danke dir so sehr, dass du für jeden Menschen, der heute hier ist, der auch zuschaut im Livestream, dass du einen genialen Weg vorbereitet hast für ihr Leben, für ihre Zukunft, Herr. Und Herr, wir wollen lernen, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr. Halleluja, du bist so gut, Herr. Und wir laufen zum Vater heute, Herr. Wir laufen zum Vater. Es ist so gut, wir haben so einen wunderbaren Vater. Halleluja. Der uns so sehr liebt. Der uns so sehr liebt. Danke, Vater. Danke, Papa. Wir dürfen ihn sogar Papa nennen. Ja, Papa, Vater. Halleluja. Oh, wow. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut, hier zu sein, mit euch in der Gegenwart Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist so gut, hier zu sein, in der Gegenwart Gottes. Wir wollen jetzt für die Kinder beten, ist das okay? Bevor sie rübergehen in ihren Gottesdienst, wollen wir für sie beten. Weil unsere Kinder sind so etwas Besonderes, so besondere Geschenke Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes, habt ihr das schon gewusst? Ja? Du warst auch mal ein Kind, oder? Bist immer noch ein Kind. Bist auch so ein Geschenk. Ja, wir wollen für sie beten, dass sie Gott von Anfang an erleben. Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, lass die Kinder zu mir kommen. Und hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen. Und Herr, wir wollen sie segnen, jetzt auch den Marcio und die Andrea, die heute den Kinderdienst leiten, Herr. Wir segnen sie, Herr. Vater, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, dass sie spüren und erleben, wie du sie alle berührst und sie veränderst, sie liebst. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Dann dürft ihr losziehen. Wunderbar. So toll, dass wir Männer und Frauen haben, die den Kindern dienen. Das ist so ein Schatz. Jawohl, seid gegrüßt auch ihr. Danke auch ans Lobpreis-Team. Yes, ihr seid, dass ihr uns hineingeführt habt in die Gegenwart Gottes. Und wir haben auch, aus unserem prophetischen Team haben wir auch heute ein Wort, das, glaube ich, sehr
passend ist in diese Zeit. Das ist aus Psalm 42, Vers 6. Und da steht, was betrübst du dich, meine Seele? Ja, vielleicht gibt es manche Seelen, unsere Gefühle, unsere Emotionen, die manchmal so ein bisschen die betrübt werden können mit all der Last. Ja, davon haben wir auch gerade gesungen, die so auf uns einströmt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Da stellt dieser Psalmschreiber eine Frage an seine eigene Seele. Ja, hallo Seele, warum bist du so betrübt? Warum bist du so unruhig in mir? Ja, und dann kommt ein guter Tipp hier. Harre doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und manchmal müssen wir tatsächlich das zu unserer eigenen Seele sprechen, ja, wenn sie so unruhig ist, wenn sie betrübt wird, dass wir sagen, Seele, harre auf Gott, schau auf Gott, schau wieder mal auf Gott, ja, schau nicht auf das ganze Zeug, was dich niedermacht oder vielleicht auch auf Menschen, die dir irgendwie quergekommen sind, ja, sondern schau auf Gott, harre auf Gott. Das Wort harren ist so ein beständiges Dranbleiben, bleib an Gott dran. Und dann heißt es, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Von seinem Angesicht, seine Gegenwart, ja. Aus seiner Gegenwart kommt Rettung und kommt Hilfe für unsere Seele auch, dass die Seele nicht so betrübt sein muss und nicht so unruhig, sondern dass sie Ruhe finden kann. Es war noch ein zweites Wort und das ist aus 2. Korinther 10 ab Vers 4. Und das passt eigentlich auch dazu, da geht es um die Waffen Gottes, die Gott uns gegeben hat. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich oder natürlicher Natur, kann man sagen, sondern sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und ja, das ist oft, oder das ist so das Angriffsfeld in unserem Leben, unsere Gedanken, es kommen Gedanken in uns hinein, vielleicht Gedanken von Zweifel oder Ängste oder Sonstiges. Und da ist es gut, dass wir wissen, wir haben dem was entgegenzusetzen. Wir müssen diesen Gedanken eben nicht einfach Raum geben, sondern sagen, nein, ich denke das, was Gott denkt. Ja? Und wisst ihr, Gott hat gesagt, er hat Gedanken des Heils und der Zukunft für jeden von uns. Und ja, die dürfen wir dann ersetzen, sagen wir, raus mit diesen bedrückenden Gedanken, niederdrückenden Gedanken. Und ich vertraue auf Gott, ja. Ich vertraue auf den, der größer ist, der schon alles überwunden hat. Ja, wir haben einen Gott, der hat das ganze Universum geschaffen. Ja. Und wir machen uns manchmal noch Sorgen, ja, ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen dumm, ne? Wir sind manchmal dumm, ja. Menschen sind manchmal dumm, aber wir dürfen ja lernen, wir dürfen klug werden. Die Bibel sagt, wir sollen klug werden, wir sollen dazu lernen von ihm. Und er hat gesagt, wir dürfen alle Sorgen auf ihn werfen, das ist so wunderbar. Wir werden gleich auch noch mal ein bisschen mit Anbetung weitermachen, weil wir haben heute einen wunderbaren Gast hier unter uns. We have a wonderful special guest today. Ja, das ist der Joshua Skinner und den Nachnamen kennt ihr vielleicht schon von dem Vincent Skinner. Ja. Und der Joshua ist der Sohn von Vincent und wir sind so glücklich, dass er heute hier ist. Wir kennen ihn schon als kleinen Jungen, aber inzwischen ist er ein bisschen größer geworden. Und er ist ein echter Mann Gottes. Gott gebraucht ihn wunderbar. Und wir waren gestern schon in Kitzingen, in der Bauhausgemeinde. Und es war ganz stark, wie Gott da gedient hat durch ihn. Und ja, wir werden gleich noch zu ihm kommen. Ich möchte jetzt was noch dazu sagen zu den Spenden, die wir jetzt gleich einsammeln wollen.
Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was wir da tun. Ja? Es geht jetzt nicht ums Geld tatsächlich eigentlich. Es geht auch wieder ums Reich Gottes. Es geht um göttliches Reich. Und da hat Jesus zu den Jüngern damals gesagt, in Lukas 18, er sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältig empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter wird er ewiges Leben empfangen. Wow. Also das ist eine Rendite, würde ich sagen, die gibt es bei keiner Bank. Ja? Das ist Reich Gottes. Ja? Und das Ding ist, wenn du auf dem Herzen hast, etwas zu geben, dann gibt es ganz bewusst hinein in das Reich Gottes. Ja? Das heißt, wenn wir etwas tun um des Reiches Gottes willen, weil wir sagen, Herr, wir wollen dein Reich, deine Herrschaft aufbauen, mit aufbauen auf dieser Welt, dann beteiligen wir uns an dem, was Gott tut. Eben, das kann man durch viele Dinge tun, indem man selber sich Zeit einsetzt. Eben, hier wird sogar genannt, dass man die Häuser hergibt, die Frauen hergibt. Nein, nein, das meine ich jetzt nicht. Aber man muss manchmal seine Frau auch nicht verlassen, dass man sie dann sitzen lässt. Das meine ich jetzt nicht. Aber wenn man zum Beispiel eine Missionsreise macht oder wirklich fortgeht zum Dienen irgendwohin, dann, ja, ich musste oft die Renate wochenlang daheim sitzen lassen, weil ich irgendwo in der Welt unterwegs war, um das Evangelium zu predigen. Ja. Aber der Herr gibt es vielfach zurück. Halleluja. Ja, übrigens, wir ernten gerade ganz schön mächtig. Am Donnerstag ist unser drittes Enkelkind geboren. Halleluja. Und wisst ihr, das ist so ein Segen, der zurückkommt. Ja? Und sie sind gesund, es ist alles wunderbar. Sogar ziemlich groß, 4100 Gramm. Ganz schöner Brocken. Melina heißt sie, ja. Yeah. Ihr habt gerade gefragt, ich weiß, ihr wolltet wissen, wie sie heißt. Das ist Segen, ja, das kann man nicht kaufen, das schenkt Gott, ja, und das ist wirklich ein echter Segen. Und wir wollen jetzt beten für das Opfer, ja. Manchmal ist es ein echtes Opfer, weil wir sagen, oh, wenn Gott einem was zeigt, manchmal zeigt Gott ja auch Beträge, wo man denkt, das hätte ich jetzt, ich hätte ein bisschen weniger eigentlich geben wollen, aber Gott, okay. Ist das wirklich von dir? Okay. Dann ist, wisst ihr, manchmal ist es echt ein Opfer. Und dann ist aber auch gut, wenn man gehorsam ist, ja. Weil Gott wird segnen. Und das ist wirklich so. Also ich kann das bezeugen, ich sage es jetzt nicht nur, damit möglichst viel Geld zusammenkommt. Nein, nein, darum geht es echt nicht. Es geht ums Reich Gottes. Auch in deinem Leben. Weil indem du gibst, beteiligst du dich am Reich Gottes. Ja? Und du bist dann Teil von dem, was Reich Gottes hier auf Erden ist, und dafür möchte ich jetzt beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dein Reich hier auf der Erde anvertraut hast, Herr, dass du deiner Gemeinde wirklich dein Reich anvertraut hast, dass wir mit dir zusammen, mit deinem Geist zusammen, das Reich Gottes hier bauen dürfen und gestalten dürfen und ausbreiten dürfen und verkündigen dürfen, dass du gut bist, dass du ein Gott bist, der heilt, der befreit, der Menschen liebt und Menschen wieder zu ihrer Vollkommenheit, zu ihrer Fülle wieder zurückbringen will, Herr. Ich danke dir, dass du so gut bist, Herr, und dass du Menschen liebst und sie befreist, heilst, wiederherstellst. Und Herr, wir beten, dass das heute auch geschieht. Und ich danke dir auch für jeden, der investiert hinein in dein Reich, Herr. Und Herr, ich bete und ich vertraue, dass du jeden Einzelnen segnest, 30, 60 und sogar 100-fältiger, der sich beteiligt an dem, was du tust, im Namen Jesu. Amen. Ja, ihr könnt gerne jetzt die Körbchen gehen lassen. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann könnt ihr gerne was hineingeben. Ich möchte noch ein paar kurze Dinge ansagen. Heute nach dem Gottesdienst direkt
wird der dritte Teil von unserem Start-up-Kurs stattfinden. Der Tobi, der hier gerade schon an der Gitarre war, der wird nachher den Kurs abhalten. Und zwar wird es hinten im Jugendraum beim Billardtisch sein. Da, also hier raus und gerade durch ganz hinten der Raum. Und heute geht es darum, deinen Part oder deinen Teil zu finden in der Familie Gottes, ja, in der Gemeinde Gottes, in der geistlichen Familie, weil jeder hat seinen Teil zu spielen da oder teilzuhaben und Gott hat für jeden einen Platz, wo er dich gebrauchen möchte. Und wie gesagt, wir haben heute den Joshua Skinner hier, der wird am Mittwochabend auch am Mittwochabend um 18.30 Uhr drüben im BGS-Haus auch dienen. Normalerweise ist dieser Abend nur in Russisch, aber wir werden den jetzt auch auf Deutsch dann haben, also Deutsch und Russisch zusammen. Und also sind auch alle Deutsch, die der russischen Sprache nicht so mächtig sind, die sind auch eingeladen, mit dabei zu sein. Und genau. Und jetzt wollen wir den Joshua ganz herzlich begrüßen. Er ist auch Lobpreisleiter, deswegen wird er uns jetzt erst noch in ein Lied nochmal hineinleiten, dass wir echt nochmal vor den Thron Gottes kommen. Weil es geht nicht um den Joshua letztendlich, es geht nicht um den, der da vorne steht, es geht um den, der hier ist, der dich berühren will, der dir begegnen will. Ja, wollen wir uns nochmal, unser Herz nochmal öffnen für ihn und lass uns den Joshua ganz herzlich willkommen heißen. Man, it's so good to be here with you today. Er freut sich sehr, dass er heute mit euch, bei euch sein kann heute. I just want to say thank you to your pastors. Er möchte mir Danke sagen. For having me here with you today. Dass er heute hier sein kann. You guys have some of the best pastors in Germany. Oh. Yeah? Amen. Also praise. Er hat so eine Meinung, dass wir eine der besten Pastoren in Deutschland wären, aber... Yeah. I've been just having such a good time with them. Er hat so eine gute Zeit mit uns zusammen. But isn't it so good to be here this morning? Ist es nicht super, hier zu sein heute Morgen? Amen. Amen. I'm so glad you made it, because look at all this snow this morning. Yeah. Ist gut, dass ihr angekommen seid, wenn man so den Schnee und alles anschaut, ja. You know, I come from Florida. Ja, ich komme aus Florida. And we have four seasons there. Da gibt's vier Jahreszeiten hier. Summer. Sommer. Summer. Sommer. Summer. Sommer. And summer. Sommer. So this is great to see snow. Also ich liebe es, den Schnee zu sehen. But who was surprised to see the snow this morning? Wer hat sich darüber gewundert heute, ja, ne? That's wild. But praise God. Aber preist dem Herrn. Let's pray real quick. Wir wollen noch mal beten. Father. Vater, thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. Thank you for your anointing. Danke für deine Salbung. Holy Spirit, Heiliger Geist, we ask you to have your way. Wir bitten dich, hab du deinen Weg. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Lord, we say if you're going to do anything today, und Herr, du kannst alles tun, was du willst. We say, Lord, do it to us. Aber tu es an uns. We're hungry. Und wir sind hungrig. We're thirsty. Und wir sind durstig. So come right now. Bitte komm jetzt. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Come on, just lift those hands right now. Und lass uns einfach die Hände jetzt heben. Just say, Lord. Und sage, Herr. Fill me now. Fülle mich jetzt. Fill me now. Fülle mich jetzt. In Jesus' mighty name. Im Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr. Come on, just lift those hands to heaven. Lass uns die Hände zum Himmel heben jetzt. Lass uns ihn anbeten. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Yireh,
shall manifest now. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Hillel Adonai is manifesting now. Sing Jesus. Sing Jesus. Jesus. Oh, we love him. Jesus. Oh, Jesus. Friend forever. You're my friend forever. You're my friend forever. So turn your eyes upon Jesus. Richte deine Augen auf Jesus. Look full in his wonderful face. Schau in sein wunderbares Angesicht. And the things of earth will grow strangely dim. Und alles andere wird verblassen. In the light. In dem Licht of his glory and grace. Im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Sing, turn your eyes. Richte deine Augen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely of his glory and grace. Yes, we turn our eyes upon you. Wir schauen auf dich, Jesus. We set our eyes upon you. Wir richten unsere Augen nur auf dich, Jesus. We desire your presence. Und wir sehnen uns nach deiner Gegenwart. So come and touch us. Und komm und berühre uns. Come and fill us. Komm und fülle uns. So come and touch us. Komm und berühre uns, Herr. Come and fill us. Komm und fülle uns.
Brennt für dich. In my heart burns for you. In my heart, mein Herz burns. Come on, sing it out. Sing this out. Burns for you. Mein Herz brennt für dich. Come on, let that be the cry of your heart this morning. Lass es aus deinem Herzen hören, ja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Danke für deinen Heiligen Geist. Thank you that you are so close. Und danke, dass du so nahe bist. Thank you, Lord, that we have intimate access to you. Herr, ich danke dir, dass wir so einen nahen Zugang zu dir haben. That just like this, we can have your presence come. Und dass wir einfach so erleben dürfen, wie deine Gegenwart uns, zu uns kommt. We don't take your presence for granted. Und Herr, wir nehmen das nicht für Selbstverständliche. We love you, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Thank you. Danke dir. Come on, just say thank you, Jesus. Sag einfach danke, Jesus. Say thank you, Jesus. Danke, Jesus.
Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ehre sei Gott. Holy Spirit. Thank you for your presence, God. Danke, Gott, für deine Gegenwart. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Come on, one last time. Just lift your hands. Lass uns noch mal die Hände noch einmal. Say, Holy Spirit, fill me now. Und sag noch einmal, Heiliger Geist, fülle mich jetzt. Fill me afresh, Lord. Fill mich ganz frisch. Fill me afresh, ja. Lord. Fill mich frisch, Herr. In Jesus' name. In Jesu yes, Namen. Thank you, Jesus. Ich danke dir, Jesus. In the name of Jesus. Danke, Jesus. Ich danke, Jesus. Filled right now in the name Fill of Jesus. Jetzt, im Namen Jesus. Filled right now in the name of Jesus. Hallelujah. Im Namen Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Touch right now in the name danke. Of Jesus. Berühren. Fresh touch. Eine neue fresh Berührung. Touch. Eine neue Berührung. Fresh touch. Eine ganz neue Berührung. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. There's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Gerechtigkeit, Friede und Freude Jesus. Im Heiligen Geist. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Yeah. Ah, thank you, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke. Isn't the Lord so good? Ist der Herr nicht so gut? Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today I want to talk to you about a message that the Lord gave me. Ich möchte euch eine Botschaft bringen, die der Herr mir gegeben hat. On the way here to Germany. Auf dem Weg hier nach Deutschland. I was in the airplane. Ich war im Flugzeug. And I was planning on watching movies. Und eigentlich wollte ich mir einen Film anschauen, ja. And so I went to, you know, scroll through the screen. Und hab dann so in dem Bildschirm da durchgeblättert. And the screen started to flicker and it broke. Und der Bildschirm hat nicht funktioniert. Der hat nur geflimmert und I was so disappointed. Ich war ganz enttäuscht. So I was like, ah, what am I going to do now? Ich dachte, was mache ich jetzt? I might as well just read my Bible. So, also lese ich Bibel. Okay. And thank God that happened. Und Gott sei Dank ist das passiert. Because the Lord gave me this message to preach to you today. Weil der Herr hat mir da genau diese Botschaft gegeben für heute. And it's called Strangers in a Foreign Country. Und es heißt Fremde in einem fremden Land. And let's begin in Hebrews chapter 11. Und ich möchte anfangen in Hebräer Kapitel 11. Starting in verse 8. Und ich beginne in Vers 8. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Give you a second to turn there. Ich gebe euch eine Zeit, dass ihr das findet. Hebräer Kapitel 11, Vers 8. Yep. Ihr habt es schon gefunden, super. Verse 8. Vers 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. For he was looking forward to the city that has foundations, whose builder and maker is God. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hallelujah. Hallelujah. Everyone say looking forward. Sag mal alle zusammen, wir schauen nach vorne. Hallelujah. Yeah. Now let's go down to verse 13. Und jetzt hüpfen wir in den Vers 13 hinein. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth.
Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Everyone say strangers. Sag mal alle Fremde. Strangers. Fremde. Verse 14. Und jetzt noch Vers 14. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. Und wenn sie an jenes Land gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren Land, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer, nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. So what do we see here? Also, was sehen wir hier? We see that Abraham has left his home and even some of his family. Also wir sehen hier Abraham, der sein Zuhause verlassen hat und sogar einen Teil seiner Familie. And he chose to live in a foreign land as a stranger. Und er hat es erwählt, in einem fremden Land als ein Fremder zu leben. And he could have gone back to his own country where he was from. Und er hätte ja zurückkehren können in sein Land, wo er hergekommen ist. But he saw something better. Aber er hat etwas Besseres gesehen. He saw a heavenly city. Er hat eine himmlische Stadt gesehen. He saw it by faith. Und das hat er im Glauben gesehen. It may have not been in the natural. Vielleicht war das nicht im Natürlichen da. But he says, no, I'm looking for a better city. Aber er hat gesagt, ich suche nach einer besseren Stadt. A heavenly city. Es ist sogar eine himmlische Stadt. So the first thing I want to say to you today, das erste, was ich euch sagen möchte heute ist, is that if we want to mature as Christians, wenn wir als Christen reifen wollen, also zur Reife kommen wollen, you have to begin living for the next life. Du musst anfangen, für das nächste Leben schon zu leben. In this life. In diesem Leben. Amen. Amen. So the things of this world, also die Dinge dieser Welt, has to become so small. Dass die Dinge so klein werden, ja? And the things that are heavenly, und die Dinge, die himmlisch sind, needs to become more real to us. Dass sie uns viel realer werden. Than even the earthly things. Sogar realer als die irdischen Dinge. See, Abraham, schaut euch Abraham an. He saw that heavenly city. Er sah diese himmlische Stadt schon. And to him it was more real. Und für ihn war das eine größere Realität than anything earthly. Als alles Irdische. But he couldn't even see it. Aber mit den natürlichen Augen hat er es nicht gesehen. But he saw it by faith. Aber durch den Glauben hat er es gesehen. You know, I'm a citizen of America. Er ist ein amerikanischer Staatsbürger. And in order to come to Germany, und um nach Deutschland zu kommen, I had to have a passport. Er musste erstmal einen Pass haben. And so I had to show my passport in order to get into this country. Also musste ich meinen Pass herzeigen, dass ich hier reinkommen kann. Why? Warum ist das so? Because I'm not from here. Weil ich ja nicht von hier bin. Right? Okay. Yeah. And so I had to show my passport to get in. Also musste ich meinen Pass zeigen, dass ich hier reinkommen darf. But as a child of God, aber als ein Kind Gottes, you're not from this world. Bist du nicht mehr von dieser Welt. But you do not need a passport to get into the presence of God. Aber du brauchst keinen Ausweis oder Pass, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. You are a heavenly person. Du bist schon eine himmlische Person. You have been born of God. Du bist von Gott geboren. So you're not from here. Du bist gar nicht von hier. You are a citizen of heaven. Du bist ein Bürger des Himmels schon. So you don't need a passport to get into the presence of God. Also brauchst du keinen Pass, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. You have free access to the things of God. Du hast freien Zutritt zu den Amen. Dingen Gottes. Amen. Come on, look at you. Just point at yourself and say, I'm a heavenly person.
Schau, deute mal auf dich, sag, ich bin eine himmlische Person. I'm a heavenly citizen. Ich bin ein himmlischer Bürger. So, just like Abraham, so wie Abraham, don't look at yourself as an earthly citizen. Schau dich nicht so an als so ein irdisches Wesen. See yourself as a heavenly person. Sieh dich selbst als eine himmlische Person. So what does this mean? Was bedeutet das jetzt? This means that we need to develop our spiritual life. Das bedeutet, dass wir unser geistliches Leben entwickeln müssen. And prioritize our spiritual life. Und Priorität auf das Geistliche setzen. Over our earthly life. Über dem natürlichen oder irdischen Leben. Because God has called you for a specific purpose. Denn Gott hat dich aus einem bestimmten Grund berufen. He's got a plan and purpose for your life. Er hat einen Plan und eine Absicht mit deinem Leben. Amen. Amen. Look to your neighbor and say, he's got a plan for your life. Sag mal zu deinem Nachbarn, er hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. And the thing is that what you do here on earth, und die Sache ist folgende, was du hier auf der Erde tust, will one day be judged. Wird eines Tages beurteilt werden. Your actions, deine Aktionen, your words, deine Worte, you will stand before God one day. Du wirst eines Tages vor Gott stehen. And everything that you've done, und alles, was du getan hast, everything that you've thought, auch das, was du gedacht hast, will go through the fire. Wird durchs Feuer gehen. And you will be judged. Und es wird eine Beurteilung geben. This is the truth. Das ist die Wahrheit. And the thing is that it's very easy to start well. Und die Sache ist, es ist einfach, einen guten Start hinzulegen. But the difficult part is to end well. Aber das Schwierige ist, gut anzukommen. Ja? You know, I remember hearing a story. Ich erinnere mich an eine Geschichte. From, I believe, the 1980s. Ja, so aus den 80er Jahren. A famous healing evangelist. Ein berühmter Heilungsevangelist. Spent his entire life preaching the gospel. Hat sein ganzes Leben damit verbracht, das Evangelium zu predigen. Saw so many healings in his services. Hat so viele Heilungen in seinen Gottesdiensten erlebt. In fact, he was a famous television evangelist. Er war auch berühmt im Fernsehen und so weiter als Evangelist. But in the end of his life, aber am Ende seines Lebens, he died of AIDS. Ist er an AIDS gestorben? And he started to get into some things that were not very good. Denn er hat sich mit Dingen beschäftigt, die einfach vor Gott nicht gut waren. And the story goes that when he was in his deathbed, und die Geschichte erzählt, dass als er in seinem Todesbett lag, auf seinem Sterbebett, right before he died, kurz bevor er starb, he was screaming, hat er geschrien, they're coming for me. Und er hat gesagt, die kommen nach mir. They're coming to get me. Sie kommen, um mich abzuholen. And he was not crying out with joy. Und das war kein Freudenschrei. He was crying out of fear and pain. Er hat aus Furcht und Schmerz geschrien. Because he saw the demons coming to get him. Denn er hat gesehen, wie diese dämonischen Mächte gekommen sind, um ihn zu holen. So my desire, also mein Verlangen, and your desire, und dein Verlangen, should be, I'm going to finish well. Ist diesen Verlangen zu haben, gut anzukommen, ja. I'm going to prioritize my spiritual life. Ich werde mein geistliches Leben priorisieren. Because I'm not from here. Weil ich ja gar nicht von hier bin. I'm just a stranger living in a foreign land. Ich bin einfach ein Fremder in einem fremden Land, ja. But I'm looking for a heavenly city. Aber ich sehne mich und schaue nach dieser himmlischen Stadt. You know, a few months ago, vor einigen Monaten, I decided to start working out. Habe ich mich entschieden, also Training zu machen, also Muskeltraining. You know, all my life I've been pretty skinny. Ich war mein ganzes Leben immer so dürr. And because my last name is Skinner. Weil mein Nachname ist ja Skinner, also dünner. All my friends would call me Skinner or Skinny. Und meine Freunde haben mich dann immer so auf den Arm genommen, Skinny. Also auf Englisch heißt das skinny und Skinner heißt einfach dürr. Ja. Yeah. And so I decided, I'm gonna change that. Und ich habe mich entschlossen, da werde ich eine Änderung schaffen hier. So I started working out. Also habe ich angefangen, Gewichte zu heben. Can you tell? Sieht man schon was?
Yeah, I'll tell you what happened. Yeah. And I started spending money on food. Ich habe extra Essen mir besorgt und extra Geld ausgegeben für extra Essen. Money on going to the gym. Auch für das Gym, also fürs Fitnessstudio, Geld ausgegeben. I was spending hundreds of dollars a month. Sogar hunderte Dollars habe ich ausgegeben. And then also I was spending 4 days a week in the gym. Und dann bin ich viermal die Woche ins Fitnessstudio. Yeah. Okay. And I was starting to see results. Und es hat angefangen, sich zu zeigen. But then one day, aber eines Tages, I was in the shower, war ich in der Dusche, and the Holy Spirit spoke to me. Und der Heilige Geist spricht zu mir. And he said, und er sagt zu mir, it's time to start fasting. Es ist Zeit, jetzt mal zu fasten. And I said, no! Und ich hab gesagt, nein! Lord, no! Oh nein, Herr! That's not fair. Das ist unfair, ja? I've spent all these months, all this money. Jetzt habe ich diese ganzen Monate und dieses Geld da hier eingesetzt. Building up my body. Um meinem Körper so ein bisschen Form zu geben. And now you're telling me to fast. Und jetzt willst du, dass ich faste. You really know how to push my buttons, Lord. Oh, du weißt genau, welchen Knopf du bei mir drücken musst, ja? But then the Holy Spirit said to me. Aber dann hat der Heilige Geist mir gesagt. What's more important to you? Was ist dir wichtiger? Your physical body? Deine Physis, also dein physischer Körper? The natural things? Die natürlichen Dinge? Or the spiritual things? Oder die geistlichen Dinge? And I was like, you're right, Lord. Okay, Herr, du hast mal wieder recht. Okay, Lord. And so I made a decision to prioritize my spiritual life. Also habe ich diese Entscheidung getroffen, das geistliche Leben, da meine Priorität drauf zu setzen. And I grew spiritually so much. Thank you, Jesus. Und ich durfte geistlich so wachsen und dafür bin ich Jesus dankbar. And I don't regret it at all. Und jetzt bedauere ich es auch nicht. I lost all my gains. Alles, was ich zugelegt habe, habe ich auch wieder verloren. But it was worth it. Aber es war es wert. Because spiritual things are so much more important. Weil die geistlichen Dinge so viel wichtiger sind. And so as a Christian, als Christ, you need to make a decision, müssen wir eine Entscheidung treffen, that spiritual things are more important to you than natural things. Dass die geistlichen Dinge die wichtigeren sind als die natürlichen Dinge. And so we need to develop a heavenly vision. Deswegen brauchen wir eine himmlische Vision, die wir entwickeln. And this heavenly vision needs to push us. Und die muss uns antreiben, die treibt uns an, diese himmlische Vision. It needs to push us towards a heavenly goal. Dass uns diese himmlische Vision zu einem himmlischen Ziel pusht, ja. In verse 10 of Hebrews chapter 11 verse 10. In Hebräer 11 Vers 10 heißt es noch. It says that Abraham was looking forward to a heavenly city that has foundations, whose builder and maker is God. Da heißt es, dass Abraham die Stadt erwartete mit Freude darauf zuging, auf diese Stadt, deren Grundlage und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Heaven became so real to him. Der Himmel wurde ihm so real. And you know, you can have that here on earth. Und das kannst du hier auf der Erde auch schon entwickeln. Did you know heaven is living on the inside of you? Weißt du, dass der Himmel schon in dir lebt? And you're a citizen of heaven. Und du bist ein Bürger des Himmels. You have free access to the presence of God. Du hast freien Zugang zu der Gegenwart Gottes. Amen. And so we need to remember. Also müssen wir uns erinnern. We need to remember this. Und das müssen wir uns ja immer wieder erinnern. Everyone say, I need to remember this. Sag mal, daran muss ich mich jetzt erinnern. Sag das mal. Daran muss ich mich erinnern. That this world will one day be gone. Dass diese Welt eines Tages weg sein wird. It'll be gone. Es wird einfach weg sein. Just like that. So einfach. Psalm 102. Im Psalm 102. Vers 25 through 26. In Vers 25 und 26. Psalm 102, Vers 25 through 26. Psalm 102 ab Vers 25. It says, long ago you laid the foundation of the earth and made the heavens with your hands. Das ist Vers 26 bei uns, ja. Okay, Yeah, go ahead. Du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deiner Hände Werk.
They will perish, but you remain forever. They will wear out like old clothing, and you will change them like a garment and discard them. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. So, every time I come to Germany, also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, I always end up needing a jacket. Dann brauche ich immer von irgendjemandem eine Jacke, die ich mir ausborge. Every time I've come, I've always ended up buying a jacket. Oder ich komme dann immer und muss mir wieder eine neue Jacke kaufen. And so this time I did not buy a jacket. Also diesmal habe ich keine gekauft. And I kind of regret that. Und das tut mir leid. But in 2016 I came to Germany and I bought a fake leather jacket. Also 2016 bin ich hier gekommen und habe eine künstliche Lederjacke gekauft. What a mistake. Oh, was für ein Fehler. How many of you have ever owned a fake leather jacket? Wie viele haben schon mal eine falsche Lederjacke gehabt? Yeah. Also so eine fake. Yeah. Yeah. So one day. Also eines Tages. It rained on the fake leather jacket. Da hat's auf die falsche Lederjacke geregnet. And it slowly began to fall apart. Und so langsam hat die sich dann aufgelöst, ja? I had it in my closet. Ich hatte es dann im Schrank hängen. And I was seeing all these plastic pieces on the floor. Und da habe ich gedacht, was sind denn die ganzen Plastikstücke da auf dem Boden? I'm like, what is this? Was ist das? And so I look and I find the jacket. Und dann habe ich gesehen die Jacke. And it's just coming apart. Die fällt einfach auseinander. I wore it a couple times. Ich habe es ein paar Mal angehabt. But then eventually I had to throw it away. Aber am Schluss musste ich es einmal wegschmeißen. And so, just like this, und genauso, the world was destroyed by water. Genauso wurde die Welt vom Wasser zerstört. During Noah's flood. Während der Flut bei Noah. But there's coming another day. Aber es kommt wieder ein Tag, where the world will be destroyed by fire. Wo die Welt durch Feuer verzehrt werden wird. And all the things of the world will just vanish. Und alles auf dieser Welt wird einfach verschwinden. All its desires, all dieses Verlangen, all the desires of the flesh, all diese irdischen fleischlichen Verlangen, all the BMWs, auch die ganzen BMWs, tut mir leid, all the houses, alle Häuser, they will all be gone. Alles wird weg sein. So the question is this. Also ist die Frage doch folgende. If this world will one day be gone, wenn diese Welt eines Tages weg sein wird, then why are we so attached to it? Warum hängen wir dann so da dran? Why are we so attached to it? Warum hängen wir so da dran? You've come into this world with nothing. Du bist in diese Welt mit nichts gekommen. You will leave this world with nothing. Und du wirst auch aus dieser Welt mit nichts rausgehen, ja? And this time here on earth, aber diese Zeit hier auf der Erde, is so short. Ist so kurz. But eternity is so much longer. Aber Ewigkeit ist so viel länger. So come on, let's live for eternity. Also lass uns für die Ewigkeit leben. Not for the desires of the flesh. Nicht für die Verlangen des Fleisches. Things that will fall apart. Dinge, die zerfallen und sich auflösen. That will get old. Die alt werden. Your BMW. Dein BMW. Is going to fall apart one day. Eines Tages wird sich auflösen, ja, zerfallen. Amen. Amen. So we need to desire the things that are heavenly. Also, lass uns ein Verlangen haben nach den Dingen, die himmlisch sind. Because the world will one day be gone. Weil eines Tages wird diese Welt weg sein. But who are the ones that will last? Aber wer wird derjenige sein, der bleiben wird? The Bible tells who will last. Die Bibel sagt ganz genau, wer bleiben wird. In 1 John chapter 2 verse 17. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17. It says, the world is passing away along with all its desires, but whoever does the will of God abides forever. Halleluja. Und die Welt vergeht, heißt es hier, und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Praise God. Hallelujah. Come on, who are those here in this place that are doing the will of God? Gibt's jemand hier, der den Willen Gottes tut oder tun will? Come on. Hallelujah. Come on.
Come. This puts humanity into two types of people. Also das klassifiziert die Menschen irgendwo in zwei Kategorien. Those who fulfill the desires of the flesh, diejenigen, die das, die Begierden des Fleisches erfüllen wollen, and those who fulfill the will of God. Und diejenigen, die den Willen Gottes tun wollen. Who are you? Und wo bist du? Who Wer bist du? Are you? Wer bist du? You know, the Bible says, die Bibel sagt, that the future of those who fulfill the desires of their flesh, die Zukunft derer, die ihr einfach nach den Begierden des Fleisches leben, is destruction. Das ist Zerstörung. Also das ist nur die Heizung. Keine Angst. For, keine Zerstörung jetzt hier. Yeah, it's just the heating. It's just the heating. Okay. Praise God. The world isn't ending. Es ist noch nicht vorbei jetzt hier auf der Erde. Be encouraged. The world isn't ending yet. Yeah, that's what I said. Yes. But for those who fulfill the desires of their flesh, aber diejenigen, die nach den Begierden des Fleisches leben, is destruction. Da ist Zerstörung. It's pleasurable for a moment. Das ist natürlich für einen Moment ganz angenehm vielleicht. And the desires of the world, it's very enticing. Und diese Begierden der Welt, die können sehr anregend oder verlockend sein. Danke. Yeah, got it? Yes. It's enticing. So it's going to say, hey, this looks good. Und man kriegt so mit, hey, das schaut doch so gut aus, schau mal. You know, that's what Satan did in the garden. Und das hat genau der Teufel im Garten getan, im Garten Eden. He approached Eve. Er hat Eva das gezeigt. And he said, hey, doesn't this look good? Und er sagt, hey, Eva, schau doch mal das an, schau, wie gut das ausschaut. Did God really say that you would die? Hat Gott wirklich gesagt, dass du sterben wirst? How could something that looks good be bad for you? Wie kann etwas, was gut ausschaut, denn schlecht für dich sein? But it was a trap. Aber das war eine Falle. And when what happened, she ate of the fruit. Und was ist passiert? Sie hat davon gegessen. And she died spiritually. Und sie ist geistlich gestorben. And so those who do the desires of their flesh, also diejenigen, die sich nach den Begierden des Fleisches richten, they are eternally cut off from God. Die werden auf Ewigkeit hin von Gott abgeschnitten. But those who fulfill the will of God, aber diejenigen, die den Willen Gottes erfüllen wollen, they will be glorified in this life and in the next life. Sie werden schon in diesem Leben auch die Herrlichkeit Gottes erleben und im nächsten Leben. Amen. Amen. So come on, who are you? Also wer bist du denn? Are you fulfilling the desires of the flesh? Erfüllst du die Verlangen des Fleisches? Or are you doing the will of God? Oder den Willen Gottes? I want you to know something. Ich möchte etwas noch sagen. That there's no condemnation in Christ Jesus. Aber es gibt keine Verdammnis in Jesus Christus. The Lord loves you. Der Herr liebt dich. He's got a plan for your life. Er hat einen Plan für dein Leben. A good one. Einen sehr guten. He's not angry with you. Er ist nicht sauer auf dich. He doesn't turn his face from you. Er wendet sich nicht von dir ab. He does not reject you. Und er lehnt dich auch nicht ab. But he calls you. Aber er ruft dich. To a better way of living. Zu einem besseren Lebensstil. When you do the will of God for your life. Wenn du den Willen Gottes in deinem Leben tust. Oh my goodness. Oh, meine Güte. You are filled with so much joy. Dann wirst du erfüllt werden mit Freude. So much peace. Und so viel Frieden. You got the presence of God in your life. Du hast die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Some of the most miserable people. Eine der traurigsten oder bedauerlichsten Menschen are those who are trying to live both lives. Die versuchen beides zu leben. Amen. Amen. Come on, I was that person at one point. Ich war so eine Person. I didn't have a relationship with God. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Gott. I just did Christianity because that's what I knew was right. Ich habe einfach so christlich so ein bisschen gelebt, weil ich gedacht habe, das macht man so. And I was so depressed. Aber ich war so depressiv. So full of fear. Voller Ängste. So angry. Voller Zorn. I hated myself. Ich habe mich selbst gehasst. But when I made a decision to follow Jesus completely,
Und als ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus total zu folgen, everything changed. Da ist alles anders geworden. And the Lord will do the same for you. Und das wird der Herr auch für dich tun. Amen. Amen. Praise God. Amen. So what does the living the Christian life look like? Ja, wie schaut das jetzt aus, ein christliches Leben zu leben? Let's find out. Und das wollen wir noch anschauen jetzt. Luke chapter 9, verse 23 through 25. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, und ab Vers 23. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre und einbüßte? Everyone say, deny yourself. Sag mal, lass uns zusammen sagen, sich selbst verleugnen. Sich selbst verleugnen. Everyone say, carry your cross. Sag mal, trage dein Kreuz. And say, follow Jesus. Und sag noch, Jesus nachfolgen. That's what the Christian life looks like. Und so schaut das christliche Leben aus. So what does it mean to deny yourself? Was bedeutet es jetzt, sich selbst zu verleugnen? It means that you say no to the flesh. Das bedeutet, dass man dem Fleisch Nein sagt. Amen. Amen. You make a decision not to build up your flesh. Du machst eine Entscheidung, dass du nicht dein Fleisch ernährst und stärkst. And how do you do that? Und wie macht man das? You do it by feeding it with movies. Ja, du fütterst es mit Sachen, also wenn es vielleicht irgendwelche Filme. Social Media. Gossip. Irgendwie Klatsch und Tratsch. You could say video games. Irgendwelche dummen Videospiele. Whatever it is that feeds your flesh. Irgendwie Dinge, die einfach nur dein Fleisch ernähren und füllen. And the thing is, und die Sache ist folgende, is that your flesh is a very hungry thing. Dein Fleisch ist a very hungry. It's very hungry. Ja, unser Fleisch ist manchmal ganz schön hungrig. It's like a pig. So wie ein Schwein, sagen wir mal. It just wants to eat. Es will einfach immer nur fressen. And then it goes and finds mud and rolls in the mud. Und dann findet es noch ein bisschen Schlamm und wälzt sich dann im Dreck. Ja. And that's all it thinks about. Und das ist alles, was es will und darüber nachdenkt. Is eating and getting fat. Es essen und dick werden. Now I know you Germans love pork. Ich weiß, ihr liebt ja auch das Schweinefleisch. Amen. Ja. But you need to stop feeding that pig. Aber ihr dürft das Schwein nicht füttern, ja? And so our flesh, it desires these things of the world. Und natürlich, unser Fleisch hat so Verlangen nach vielen Dingen dieser Welt. And so we need to stop feeding the flesh. Also, wir hören auf, damit das Fleisch zu ernähren. Because the flesh and the spirit are at war with each other. Weil der Geist und das Fleisch, die kämpfen gegeneinander. They're fighting against each other. Ja, sie bekämpfen sich. And whoever you feed the most, und dem du am meisten Nahrung gibst, will dominate your life. Der wird dann letztendlich dein Leben bestimmen. Amen. Amen. And so many Christians, also viele Christen, they are filling themselves up with so many things of the world, füllen sich selbst mit so vielen Dingen aus der Welt, that there's no more space for God. Dass da gar kein Platz mehr für Gott ist. And so their minds become polluted. Also werden ihre Gedanken und ihr Denken voller Unrat. So that they can't even receive the word of God. Dass sie gar nicht mehr das Wort Gottes dann annehmen können. And they desire God to speak to them. Und sie haben zwar ein Verlangen, dass Gott mit ihnen redet. They desire God to use them. Sie wollen vielleicht, dass Gott sie gebraucht.
But God can't even do anything with them. Aber Gott kann sie, kommt gar nicht an sie ran, ja, oder kann sie nicht in der Weise gebrauchen. Because they're so full of garbage. Weil sie voller Müll sind, ja. Yeah, and so we need to clean. Also müssen wir das sauber machen, ja. We need to clean it up. Sauber machen, putzen. You need to stop. You need to stop feeding the flesh. Wir hören auf, das Fleisch zu füttern und zu ernähren. And then allow the Word of God to clean your mind. Get rid of all that garbage. Und im Wort Gottes erlauben, diesen unseren Gedanken zu reinigen und den Müll rauszuschmeißen. Amen. Amen. You know, in Bible school. Also in der Bibelschule. I had 9 roommates. Hatte ich 9, also Leute, die mit mir im Zimmer gewohnt haben. Yeah. 9 guys were living in one house. Also 9 Jungs in einem Haus. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? It was crazy. Das war ziemlich verrückt. And I remember one day. Und ich erinnere mich eines Tages. We were going to church. Sind wir zur Gemeinde gegangen zum Gottesdienst? And we were all downstairs in the living room. Wir waren alle unten im Wohnzimmer. And one of my roommates put on a TV show. Und einer unserer, meiner, der Jungs, die mit mir gewohnt haben, haben einen Fernseher angemacht, eine Fernsehshow war da dran. And this TV show had a lot of unclean jokes. Und da waren so richtig schmutzige Witze, die sie da gemacht haben. Just a lot of dirty things. Ja, ziemlich viel Schmutz. And I looked at my friend. Und ich habe mir meine Freunde angeschaut. And I said, why do you have this on right now? Und habe gefragt, warum schauen wir das eigentlich an jetzt? We're about to go to church. Wir wollen Gottesdienst gehen eigentlich. And he got mad at me. Und dann ist er richtig sauer auf mich geworden. But then he felt convicted and turned it off. Und dann war er selber so überführt und hat gesagt, okay, dann machen wir es halt aus. But the thing was is that we went to church that night. Aber die Sache war, an dem Abend sind wir zum Gottesdienst gegangen. And all he did was sit there. Alles, was er tat, er saß einfach nur da. The word of God was preached. Das Wort Gottes wurde gepredigt. The presence of God fell. Die Gegenwart Gottes ist gekommen und ist gefallen. And all he did was sit there on his phone. Aber er saß die ganze Zeit da an seinem Handy. And he didn't receive anything. Und er konnte überhaupt nichts empfangen. So how can you expect God to speak to you? Und wie kannst du Gott erwarten, oder kannst du erwarten, dass Gott zu dir redet? To fill you. Um dich zu füllen, if you're already so full. Wenn du schon voll bist mit anderen Dingen. So Jesus says, deny yourself. Deswegen sagt Jesus, verleugne dich selbst. And that means that you say no to the flesh. Und das bedeutet, nein zu sagen zum Fleisch. Amen. Amen. Got 2 more things. Noch 2 Dinge. The second thing is carry your cross. Das zweite ist, trage dein Kreuz. Crucify your flesh. Das heißt, kreuzige dein Fleisch. You know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means that there's death involved. Das bedeutet, da ist auch Tod mit beteiligt. You die to the world and your fleshly desires. Du stirbst quasi ab für dein Fleisch und deinen irdischen oder fleischlichen Verlangen. So not only are you denying your flesh, also du verleugnest es nicht nur, but that it's got to die. Es muss sogar noch sterben, ja. Amen. Amen. You know, Paul said to Timothy, Paulus sagt zu Timotheus, he said, a soldier of Jesus Christ, ein Soldat Jesu Christi, sagt er zu Timotheus, cannot be stuck with all the things of this life. Kann ich in den Dingen dieser Welt verwickelt sein. So you have to realize that your life is so short. Also muss ich klar machen, wie kurz dein Leben ist. You know, I'm not that old. Ich bin noch nicht so alt. But I know that 10 years ago felt like just the other day. Aber ich weiß, 10 Jahre fühlte sich an wie gestern einfach. How many of you can relate with that? Und wie viele fühlen das auch so ähnlich, ja? And you have only one shot at this life. Und du hast nur einen Schuss in diesem Leben, ja? Only one. Du hast nur einmal dieses Leben, ja? And depending on how you live it. Und es kommt schon drauf an, wie du das lebst. Will determine your next life. Weil das entscheidet, wie es dann in der Zukunft ist. Amen. Amen. Now here's the thing. Und das ist jetzt die Sache. Dealing with the devil is easy. Mit dem Teufel klarzukommen ist einfach. You know, he is subject to the word of God. Er unterliegt dem Wort Gottes. You know, Jesus said, it is written. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. And the devil
fled from him. Und der Teufel ist von ihm davon. Isn't he such a loser? Er ist so ein Verlierer einfach. What a loser. Er ist ein Verlierer. That all you have to do is just say some words from the Bible. Alles, was du tun musst, dich auf das Wort Gottes berufen. And he flees from you. Und dann flieht er vor dir. Amen. Amen. The Bible says to resist the enemy. Die Bibel sagt, dem Teufel, dem Feind zu widerstehen. And he will flee from you. Und er wird von dir fliehen. But the thing is, aber die Sache ist, is that the flesh never leaves you. Aber das Fleisch, das flieht nicht von dir. It eats with you. Das isst mit dir. It sleeps with you. Schläft mit dir. It goes to work with you. Es geht zur Arbeit mit dir. It takes a shower with you. Das ist in der Dusche mit dir. It never leaves. Und das geht nicht weg. So who is the real enemy here? Also der wahre Feind ist, wer ist das eigentlich? Some people say, ah, the devil did that. Manche or Leute made sagen, me do that. Huh? The devil made me do that. Aber manche sagen, oh, der Teufel hat mich dazu gebracht, dass ich das und das getan habe. The devil made me sin. Der Teufel hat mich dazu gebracht, zu sündigen. But the truth is, it's most likely your flesh. Aber die Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich eher dein Fleisch ist. The flesh is the one that sins. Das Fleisch ist es, was letztendlich die Sünde tut. The devil might come and tempt you. Der Teufel kommt vielleicht, um dich versuchen. But it's the flesh that says yes to that temptation. Aber das Fleisch sagt letztendlich ja zu dieser Versuchung. So what do you do? Also was tut man? You crucify the flesh. Also man kreuzigt dieses Fleisch. You let that thing die. Man lässt es sterben. Amen. Amen. You don't allow it any place in your life. Und du erlaubst es in keinem, nirgendwo in deinem Leben? Not even a little bit. Auch nicht ein bisschen. Amen. Now that doesn't mean that we just float in the clouds. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt hier nur in den Wolken schweben die ganze Zeit. With just no sense of what's happening here on earth. Ohne irgendwie Sinn zu haben, was auf der Erde los ist. That doesn't mean that we must leave our jobs or leave our families. Das bedeutet auch nicht, dass wir jetzt unseren Job und unsere Familien alles aufgeben. But rather, aber vielmehr, when you do this, wenn du das tust, it makes you better at everything you do here on earth. Sondern wenn du das Fleisch wirklich kreuzigst, dann wird es dir einen Vorteil verschaffen in allem, was du auf der Erde tust. But here's the problem. Das Problem ist aber folgendes. Is that the flesh can come off that cross very quickly. Das Fleisch, das mag gern von dem Kreuz wieder absteigen. Amen. Amen. Because the Bible says that we are a living sacrifice. Weil die Bibel sagt, wir sind ein lebendiges Opfer. So that flesh is still alive. Also das Fleisch bleibt immer noch am Leben, auch wenn es gekreuzigt ist. And so that's why the Bible says to carry your cross daily. Deswegen heißt es kreuzige oder trag dein Kreuz täglich. It is a daily thing that you must do. Es ist was Tägliches, was wir tun. Amen. Amen. And now the last thing. Und das allerletzte jetzt. Is we must follow Jesus. Wir müssen Jesus folgen. The Bible says that none that live the life of the flesh. Die Bibel sagt, keiner, der im Fleisch lebt, shall even see God. Dass keiner, der ein Leben im Fleisch lebt, Gott sehen wird. You can't follow someone that you don't see. Du kannst nicht jemandem folgen, den du nicht siehst. You can't follow someone that you don't know. Du kannst niemandem folgen, den du nicht kennst. So what does this mean? Was bedeutet das also? We need to spend time with Jesus. Wir müssen Zeit mit Jesus verbringen. Fall in love with Jesus. Und verliebe dich in Jesus. Amen. Amen. You are not born of this world. Du bist nicht von dieser Welt geboren. And everything of this world will fade away. Weil alles aus dieser Welt wird vergehen. But Jesus says, I will never leave you. Aber Jesus hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. I will never forsake you. Und ich werde dich nie alleine lassen. You may have been abandoned by family members. Vielleicht haben dich Menschen oder Familie verlassen. Maybe you were rejected by family members. Du abgelehnt worden von Familienmitgliedern. And the truth is that one day your mom and your father will pass away. Und die Wahrheit ist, dass auch deine Mama und Papa eines Tages weg sein werden. Your friends will leave you. Deine Freunde werden weg sein. But Jesus will never leave you. Aber Jesus wird dich niemals verlassen, ja? He is with you
Er ist mit dir. He is for you. Und er ist für dich. He never will leave you. Und er wird dich niemals verlassen. You know, Jesus said, Jesus hat gesagt, that we are the branches. Wir sind die Zweige oder die And he is the vine. Wir sind die Reben, er ist der Weinstock. And those branches that are not connected to the vine. Und die Reben, die nicht mit dem Weinstock verbunden sind, will die. Die werden absterben. But those who are connected with Jesus. Aber die mit Jesus verbunden sind. Will have life. Die werden Leben haben. And life more abundantly. Ein Leben im Überfluss. See, here's the amazing thing. Und das ist das Erstaunliche. When you deny yourself. Wenn du dich selbst verleugnest. When you crucify your flesh. Wenn du dein Kreuz kreuzigst, dein Fleisch kreuzigst. And you connect yourself to Jesus. Und dich mit Jesus verbindest. There is a process of dying. Da ist zwar ein Prozess des Sterbens, but then life comes in. Aber dann kommt das Leben herein. And you're filled with all the fullness of God. Und du wirst erfüllt mit der Fülle Gottes. Life becomes worth living. Und dann wird das Leben auch lebenswert. How many? I mean, come on. Some of us, we don't feel like living anymore. Wie vielen geht's so, die sich gar nicht mehr wirklich lebenswert fühlen? What's the point of living? Warum sollte man leben? You need to get Jesus in your life. Du brauchst Jesus in deinem the Leben. The life of Jesus. Das Leben von Jesus. When the life of Jesus comes on the inside of you. Wenn das Leben Jesus in dich hineinkommt, life becomes worth living. Dann wird das Leben wieder lebenswert. But you first gotta die. Aber dann musst du erstmal sterben. Die to your earthly desires. Sterb deinen irdischen Verlangen. Say no to the earthly desires. Sag nein zu den irdischen Verlangen. Say Jesus. Sag Jesus. I want to follow you. Ich will dir folgen. So what does this mean? Was bedeutet das jetzt? This means that we need to surrender. Das heißt, dass wir uns ihm hingeben. We need to surrender. Dass wir uns ihm hingeben müssen. Surrender your will. Deinen Willen. Surrender your desires. Dein Verlangen. Surrender all the things of this world. Alle Dinge dieser Welt. Surrender your life to Jesus. Gib dein Leben Jesus hin. And when you do, und wenn du das tust, God will give you his life. Dann wird dir Gott sein Leben geben. But it takes you surrendering to God. Aber es braucht erst dich, dass du dich ihm hingibst. And you know, some of you might say, how do I surrender to God? Und vielleicht fragen sich manche, wie gebe ich mich jetzt Gott hin? Well, you just say, Lord, fill me. Lord, fill me. Sag, Herr, fülle du mich. With your desires. Mit deinen Verlangen. Lord, I trust you. Herr, ich vertraue dir. Come on, you came into this room today. Du bist ja heute hierher gekommen. And you sat on the chair. Und du sitzt, bist auf dem Stuhl hier sitzend. Did you check the legs before you sat down? Hast du erstmal geguckt, ob auch die Stuhlbeine in Ordnung sind, bevor man sich hinsetzt? How many of you ever checked the legs this morning before you sat down? Hat irgendjemand erstmal die Stuhlbeine überprüft? No. Nein. Because you trusted that chair. Weil du Vertrauen hattest zu diesem Stuhl. It's funny. At youth group, actually. At youth group. Bei der Jugend, am Freitag beim Jugendtreffen, there was a chair, da gab's so einen Stuhl, that said defective on it. Da stand drauf defekt drauf, also kaputt. But it said it in German. Aber es stand auf Deutsch drauf. Ja. So I didn't know what it said. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. So I sat down on it. Also habe ich mich draufgesetzt. I had full trust in that chair. Ich hatte vollkommenes Vertrauen in diesen Stuhl. I surrendered to that chair. Ich habe mich diesem Stuhl förmlich hingegeben. And I ended up on the floor. Aber ich bin auf dem Boden gelandet. Thank God that we can trust God. Gott sei Dank können wir Gott vertrauen. That he is not a simple chair. Dass er nicht nur so ein Stuhl ist. That will break. Der auch zerbrechen kann. Amen. Amen. So you trust that chair. Du vertraust schon zu diesem Stuhl. So much. So viel. That you don't even think about it. Dass du gar nicht nachdenkst. You just say yes. Du sagst einfach ja und setz dich. I surrender. Ich setz mich da jetzt und gebe mich hin. And yet. We have such a hard time surrendering to God. Und so haben wir oft Schwierigkeiten mit Gott, aber uns ihm ganz hinzugeben. Who is so faithful. Der so treu ist. Who is so good. Der so gut ist. And who loves you so much. Und der sich dich so sehr liebt. Amen. Amen. Amen.
Praise God. Come on, close your eyes. Lass uns die Augen schließen noch. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Say, Lord. Sag mal, lass uns zusammen sagen, Herr. Say, I surrender. Ich gebe mich dir hin. Say, I surrender. Ich gebe mich dir hin. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke. Come on, put your hand on your chest. Und lege vielleicht deine Hand auf die Brust. Just say, Lord. Und sage, Herr. I ask you now. Ich bitte dich jetzt. To fill me. Dass du mich füllst. Fill me afresh, Lord. Füll mich ganz neu. Help me. Und hilf mir. To desire the things of God. Die Dinge Gottes zu ein Verlangen zu haben nach den Dingen Gottes. To seek after heavenly things. Nach den himmlischen Dingen zu suchen. Not earthly things. Nicht die irdischen Dinge. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. If you're in this place, wenn du hier bist heute, every eye closed. Wir lassen noch mal die Augen geschlossen. If you're in this place, wenn du hier bist heute, and you say to me, Joshua. Und wenn du sagst, Joshua, I don't know if I'm going to heaven. Ich weiß nicht wirklich, ob ich in den Himmel gehe. If I were to die right now, wenn ich jetzt sterben würde, I don't know if heaven would be my home. Dann wüsste ich nicht ganz sicher, ob ich mein Himmel wirklich mein Zuhause wäre. Maybe you are saved at one point. Vielleicht warst du gerettet oder hast dich Jesus dein Leben gegeben eines Tages. But you fell away from God. Aber du bist weggegangen von Gott. Maybe things happened in your life. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben passiert. That hurt you so much. Die dich so sehr verletzt haben. Maybe it was a family member. Vielleicht war es auch ein Familienmitglied. Maybe it was something that happened in church. Vielleicht ist auch was in der Gemeinde passiert. Whatever it is. Und egal was es ist. You feel far from God. Du fühlst dich weit weg von Gott. Today I want to give you an invitation. Aber ich möchte dir heute eine Einladung geben. To give your life to Jesus. Dass du dein Leben Jesus hingibst. Jesus did not come to condemn you. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verdammen. He bore your sin and shame. Er hat deine Sünde und Schande auf sich genommen. There's no shame. Es gibt keine Schande. There's nothing that you've done that is too hard for God. Und es gibt nichts, was zu schlimm wäre, was für Gott zu hart wäre. Nothing can separate you from the love of God. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. He loves you. Er liebt dich. So if you're in this place, also wenn du hier bist heute, and you say, I want to make sure that I'm going to heaven. Ich möchte ganz sicher sein, dass ich in den Himmel gehe. Every eye closed. Dann lass uns einfach noch die Augen geschlossen halten nochmal. I just want you to lift your hand and say, I want to receive Jesus. Und wenn du Jesus heute empfangen willst, dann heb einfach deine Hand und sag, ich will Jesus empfangen. Just lift your hand. Dann heb einfach deine Hand. No one looking around. Und wir schauen uns jetzt nicht um, sondern wir I see those hands. Ich sehe diese Hände, ja. I see those hands. Ich sehe die Hände. I see those hands. Ich sehe die Hände. I want you to know that you're not coming to a man. Und weißt du kommst nicht zu einem Menschen jetzt hier. But the Lord sees you. Sondern Gott sieht dich, der Herr sieht dich. You're coming before a loving Father. Du kommst zu diesem liebenden Vater. Come on, one more time, lift those hands. Let me see those hands. Lass uns nochmal die Hände. Darf ich nochmal die Hände sehen, ja? Praise God. I see those hands. Ich sehe die Hände. I see those hands. Ich sehe die Hände. I just sense the love of God in this place for you. Ich spüre einfach die Liebe des Herrn für dich und für euch in diesem Raum. I just want to do something real quick. Und ich möchte noch etwas ganz Schnelles tun jetzt. I just want everyone to stand to your feet. Könnt ihr alle einfach nochmal aufstehen? I would like to ask if you raised your hand. Und ich möchte diejenigen bitten oder fragen, wenn du deine Hand gehoben hast. Please, I would just like to invite you down to the front. Ich würde dich gerne hier nach vorne einladen, ja? Just come down to the front and I want to just pray with you for a moment. Und ich möchte mit dir zusammen beten hier vorne, wenn du die Hand gehoben hast, ja? Is that okay? Ist das okay? Is that okay? Come on down to the front. Komm da einfach.
Come on down to the front. Kommt einfach hier nach vorne, wir beten mit euch. Praise Lord. Halleluja. Danke, Jesus. Hallo. 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 Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Anybody else? Ist noch jemand da? I think I saw some hands over there. Ja, ich glaube, hier war auch jemand. Come on down. Don't be afraid. Hab keine Angst. I'm not trying to embarrass you, I promise. Wir wollen euch nicht bloßstellen irgendeiner Weise hier. It's important to do this publicly. Und es ist wichtig, dass wir das öffentlich machen. You know, the Bible says that if we deny God publicly, weil die Bibel sagt, wenn wir uns Gott verleugnen in der Öffentlichkeit, that he'll deny you in front of his father. Dass er uns auch verleugnen wird vor dem Vater. So it's a good thing. Deswegen ist es gut, sich öffentlich zu ihm zu stellen. Everyone, I just want you just to close your eyes, lift your hands. Ich möchte noch mal, dass ihr die Augen schließt und die Hände hebt. Go ahead, close your eyes, lift your hands. Lass uns die Augen schließen, die Hände heben und wir beten jetzt zusammen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I just want you to say this after me. Ich möchte, dass ihr das mit mir sprecht oder mit mir betet. Say it with your heart. Und sagt es von ganzem Herzen. Betet von ganzem Herzen. And say it with your lips out loud. Und auch mit euren Lippen ganz laut. Say Jesus. Jesus. Sag Jesus. Come into my heart. Komm in mein Herz. Forgive me of my sins. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Jesus. Jesus. Thank you that you died for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. That you're coming back again for me. Dass du für mich wiederkommst. I'm sorry. Es tut mir leid. I'm sorry, Lord. Es tut mir leid, Herr. Forgive me. Vergib mir. I'm saved. Ich bin gerettet. I'm born again. Und ich bin wiedergeboren. And I'm on my way to heaven. Und ich bin auf meinem Weg zum Himmel. Because I have Jesus. Weil ich Jesus habe. In my heart. In meinem Herzen habe. Hallelujah. Amen. 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 Come on, just lift your hands and just say thank you, Jesus. Lass uns nochmal die Hände heben und sagen danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Now I pray right now, Lord, that you seal them. Und Herr, ich bete, dass du sie versiegelst jetzt. By your Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. That they will not go to the left or to the right. Dass sie nicht nach links oder rechts sich wenden. That they will fulfill all that God has for them. Dass sie alles erfüllen, was du für sie hast, Herr. In Jesus' mighty name. Im Jesu mächtigen Namen. Fill them now. Und erfülle sie jetzt. With your love. Mit deiner Liebe. With your presence. Mit deiner Gegenwart. Right now. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Touch right now. Berühre sie jetzt, Herr. Berühre sie. Sorry, I didn't mean to scare you. Jesus. Danke, Jesus. Filled right now. Füll ihn, Herr, jetzt in Jesu Namen. The Lord is doing a work in your heart. Der Herr tut ein mächtiges Werk in deinem Leben. He's calling you deeper. Und er ruft dich, in die Tiefe zu gehen mit ihm. Into the things of God. In die Dinge Gottes hinein. Lord, I pray that you put a desire. Und Herr, ich bete, dass du ein Verlangen in ihn hineinlegst. For the things of God. Für die Dinge Gottes. Like never before. Wie noch nie zuvor. Everything of the past. Alles von der Vergangenheit. It's over. Es ist vorbei. It's gone. Es ist weg. And your future. Und deine Zukunft. Will not be dictated by your past. Wird nicht von deiner Vergangenheit bestimmt sein. Today is a new day. Heute ist ein neuer Tag. Praise God. Hallelujah. Today is a new day. Heute ist ein neuer Tag. He's doing a new thing in your life. Und tut etwas ganz Neues in dir. He's got good things for you. Und hat gute Dinge für dich. He's got good things for you. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
Touch right now in the name of Jesus. Berühr ihn jetzt. Berühr ihn jetzt. Use him, Lord. Und gebrauche ihn, Herr. For your glory. Für deine Herrlichkeit. All the gifts and the talents. Und all diese Gaben und Talente, Herr. Lord, I pray. Und ich bete, Herr. That you will increase them. Dass du sie wachsen lässt. And use them in a mighty way. Und ihn mächtig gebrauchst. Lord, I pray that it will come out of a pure place. Und Herr, ich danke dir, dass es aus einem reinen Ort kommen wird. Jesus, touch right now in the name of Jesus. Amen, Jesus. Jesus. Come on, just lift your hands to heaven. Lass uns doch mal die Hände zum Himmel heben. Close your eyes. Und die Augen schließen. Say, Lord, fill me. Sag, Herr, füll mich. Berühre ihn jetzt, Herr. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may go to your seats if you'd like. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch wieder setzen auf eure Plätze. Just go ahead and one last time just say thank you, Jesus. Lass uns noch einmal Danke, Jesus, sagen, ja. Amen. Amen. I'm going to give it over to Pastor. Okay. I just want to say thank you so much. All right. Er möchte sich einfach bedanken, ja. Yeah. Thank you, Joshua. Thank you for your word. Für dein Wort. It wasn't easy, but it was good. Okay. Thank you. Amen. Und Halleluja. Danke. Lass uns nochmal Jesus Danke sagen. Amen. Er ist unser Retter. Amen. Er hat den Preis bezahlt. He paid the price. And it's so good. Ja, Gott segne euch, ihr Lieben. Und wir danken dem Joshua, dass er uns das Wort gebracht hat. Auch war ziemlich straight, ja. Und es ist gut, wenn wir es straight hören, ja. Und am Mittwoch wird er nochmal dienen, am Mittwochabend 18.30 Uhr. Wie gesagt, auch nicht nur Russisch, auch Deutsch. Und ja, yeah, drüben haben wir schon gesagt, im BGS-Haus. Seid gesegnet, ihr Lieben. Ihr seid gesegnet. Amen. Wenn jemand noch persönliches Gebet braucht, ihr könnt jetzt noch hier nach vorne kommen. Wir beten gerne noch, nehmen uns Zeit mit euch. Ansonsten seid gesegnet. Heute Abend Gebetsabend, 19 Uhr drüben im BGS-Haus. Und wir wollen auch wieder für Ukraine beten, für Israel. Das ist so wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit wirklich ins Gebet gehen. Ich denke, vielleicht ist der Joshua heute auch mit dabei.
Und das wissen wir noch nicht, haben wir noch nicht so genau ausgemacht. Aber seid auf jeden Fall gesegnet und ja, bis demnächst. Genau, Startup jetzt noch, ist das noch okay zeitlich? Tobi wird jetzt noch das Startup machen, ja, in ein paar Minuten, oder? Wie lange brauchst du? 10 Minuten, in 10 Minuten startet Startup, Teil Nummer 3, hinten im Raum, wo der Billardtisch ist. Wer da noch dabei sein möchte, kann dann nach hinten gehen. Gott segne euch. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.